hey, hör auf, den Kater zu jagen. Er kommt schon, wenn er will. Hey, geh bitte mit ihm raus, wenn ihr so wild spielen wollt. Kätzchen? Kätzchen, du weißt doch, dass du nicht in den Wald gehen sollst. Kätzchen! Leanne! Leanne! Komm sofort zurück, mein Fräulein, sonst gibt's von Daddy was auf den Po. Leanne, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du im Wald nichts zu suchen hast. Driving down this country road, you knew I had to go. This wasn't the way I planned. Blindsided by the world ahead, I cleared my thoughts, I raised my
Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe mich wohl verfahren. Ich bin auf der Suche nach der Warbeck Road. Sie sind auf dem richtigen Weg. Sie müssen nur noch ein Stück die Straße runter, die nächste rechts und am Ende der Straße kommen Sie auf die Warbeck. Vielen Dank. Hey, Sie sind wohl nicht von hier, oder? Nein, ich bin gerade erst in die Stadt gekommen. Was hat Sie denn hier verschlagen? Ich schätze, man könnte Neuanfang dazu sagen. Nichts Illegales, hoffe ich. Oh, nein, nein, keine Sorge. Ich versuche nur zurechtzukommen, so wie jeder andere auch. Dann ist ja gut. Schön sauber bleiben. Wir wollen ja nämlich keinen Ärger haben. Verstanden. Immer gern. Hey, Bill. Liz ist nicht dabei. Sie fährt selbst, stimmt's? Nein, nein. Sie kommt einfach nicht. Wir haben Schluss gemacht. Wow, das wusste ich nicht, Kumpel. Schon okay. Oh Mann, was ist das alles für Zeug? Das ist Recherchematerial für mein Buch. Und das sind meine restlichen Sachen. Mann, komm schon. Gehen wir. Wohin denn? Waren auf der Weide, Frank? 13. Was zur Hölle kann sowas in einer Nacht verursachen, Sheriff? Es ist nichts übrig geblieben, außer ein paar Hufe. Ich weiß, Frank, und es tut mir leid, aber es gibt nichts, was ich jetzt deswegen unternehmen könnte. Ich schicke dir später einen Deputy rüber, der deine Aussage aufnimmt, okay? Ich meine, ich habe keine einzige Kuh mehr, die ich in diesen Stall stellen könnte. Ich musste ja schon Kredit bei der Bank aufnehmen, um diese Frank, zu kaufen. Hast du mir zugehört? Ja, Leute. Ich werde hier sein. Es tut mir leid, Frank. Hier ist 111, Adam, over. 111 für Adam, wir hören Sie. Was haben Sie für uns, Lloyd? Over. Jemand hat 13 Rinder getötet. Könnten ein paar ausgerissene Wildtiere gewesen sein oder sowas. Over. 10-4, Sheriff. Ich schicke eine Hundestaffel raus. Mal sehen, ob wir sie aufspüren können. Over. Frank, wir werden der Sache auf den Grund gehen, keine Sorge. Ah.
Ich meine, wo sind denn alle? Ist eine kleine Stadt, nicht viel Betrieb hier. War, ist das dann alles für heute? Ja, erstmal. Ich schätze, ich brauche dann auch einen Büchereiausweis, stimmt's? Ja, das wäre hilfreich für uns beide. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Sie haben sich einige Bücher über die Geschichte des Südens ausgeliehen. Gibt es dafür einen bestimmten Grund, wenn ich fragen darf? Aber natürlich dürfen Sie fragen. Ich bin hier, um ein Buch über die Städte des Südens zu schreiben. Und diese Stadt ist eine der ältesten, also... Ich verstehe. Und dieses Buch, das Sie schreiben, handelt wovon? In der Hauptsache geht es um Mythen und Volkstum. Sie wissen schon, merkwürdige Vorkommnisse und sowas. Klingt interessant. Nein, nicht wirklich. Eigentlich ist es nur langweiliges, geschichtliches Nein, Zeug. Nein, ich finde, es klingt wirklich interessant. Hier ist noch nie jemand reingekommen, der sich für solche Dinge interessiert. Okay, Mr. White. Sie müssen die Bücher innerhalb von 2 Wochen zurückbringen. Bitte. Sarah, stimmt's? Nennen Sie mich Danny. Okay. Danke für deine Hilfe. Sehr gern. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Hier, bitteschön. Was ist das? Das ist die sehr detaillierte Geschichte dieses Countys. Es geht zurück bis zum amerikanischen Bürgerkrieg. Ich darf es mitnehmen? Oh, ich glaube nicht, dass jemand das Fehlen bemerkt. Es hat schließlich noch nie jemand danach gefragt. Vielen Dank. Keine Ursache. Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier ist dein vorläufiger Büchereiausweis. Der richtige wird fertig sein, wenn du die Bücher zurückbringst. Toll, danke. Die Nummer hier auf der Rückseite, ist die der Bücherei? Oh, ja, das ist der. Das ist der Apparat direkt auf meinem Schreibtisch. Toll. Wir sehen uns dann. Ja. Bye. Nur etwas, das ihr euch ansehen solltet, wenn ihr Zeit habt. Und? Alles klar? Ja, alles klar. Ich erinnere mich genau an deine Geburt. Ich erinnere mich an den Tag, die Uhrzeit und dass unsere Mutter Lockenwickler trug. Und plötzlich warst du da, kleiner Bruder. Mama hatte Lockenwickler in den Haaren. Yep. Und ich erinnere mich daran, wie Daddy sagte, wir Brüder wären wie Klebstoff. Zusammen könnten wir alles erreichen. Niemand könnte uns auseinanderreißen. Weißt du, Wade Brass hat mir die Geschichte erzählt, wie du... als du beim Militär warst, gegen diesen Bären gewrestelt hast. Naja. Die Leute hier vertrauen dir, Jimmy. Aber jetzt nehmen die Banken diesen Menschen ihre Häuser weg. Es braut sich etwas zusammen über dieser Stadt. Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst, Leute.
Ich musste den Menschen, die ich mein ganzes Leben lang kenne, auch schon schlechte Nachrichten überbringen. Glaub mir, es brach mir jedes Mal das Herz. Und ich hasse es, dass du jetzt der Überbringer der schlechten Nachrichten bist. Aber du schaffst das schon. Mach keinen Fehler, kleiner Bruder. Du bist ein guter Sheriff. Aber lass nicht zu, dass dir dein gutes Herz im Weg steht. Und jetzt verschwinde, bevor ich dir in den Hintern trete. Mann, oh Mann. Ich schwör's dir. Manchmal glaube ich, der Junge möchte seinen Kopf am liebsten in den Sand stecken. Kaum zu glauben, dass wir wirklich verwandt sind. Was ist los, Schatz? Lloyd hat mir das für dich gegeben. Ich konnte nicht anders und habe es geöffnet. Diese Hurensöhne. Diese gottverdammten Hurensöhne. Keine Bank nimmt uns das Haus weg. Auf keinen Fall. Jim, wir leben ständig auf dem letzten Penny. Wir können uns die Raten für das Haus nicht mehr leisten. Was sollen wir bloß tun? Ich kümmere mich darum. Ich brauche noch etwas Zeit zum Nachdenken. Ich krieg das hin. Ich wette, dass du noch an keinem schöneren Ort als diesem hier warst. Kann ich nicht behaupten, nein. Oh Mann, rauchst du immer noch dieses Kraut? Hier. Nein, danke. Komm schon. Komm schon. Einmal ist kein Mal. Verdammt schön hier draußen. Ja. Ich würde um nichts in der Welt tauschen wollen, Mann. Mhm. So schön. Es ist abgehauen. Lassen wir das Thema bitte. Vielleicht solltest du es dir aber mal von der Seele reden. Ich weiß nicht jetzt gerade, was du... Im Moment will ich nur mein Buch fertigstellen und wieder klarkommen. Jimmy, komm endlich ins Bett.
Kommen Sie da raus! Ich will keinen Ärger! Hier irgendwo sein. Mrs. Muldoon? Hallo? Hallo? Ich habe ein paar Ihrer Pferde auf meinem Grundstück gesehen und wollte mich vergewissern, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist. Was ist hier los, Charlie? Stimmt es mit meinem Bruder und Jenny? Ja. Und sie sind einfach weg. Es tut mir leid, Lloyd. Alles, was wir gefunden haben, ist eine Blutlache in der Nähe der Scheune. Sie waren der Erste am Tatort. Ja. Ich bin nur hergekommen, um den beiden zu sagen, dass ein paar ihrer Pferde auf meinem Feld herumlaufen. Ich bin reingegangen. Die Fliegengittertür war ja offen. Es war dunkel, das Licht war aus. Da bin ich in die Küche und... Da war nichts außer einer Menge Blut, Sheriff. Hey, ich mochte Jimmy. Also gut, holen Sie die Spurensicherung her, und zwar vor allen anderen, und lassen Sie alles bis dahin versiegeln, okay, Charlie? Das hier ist zwar das Haus meines Bruders, aber es ist immer noch ein Tatort. Haben Sie mich verstanden? Ja, Sir. County Public Library, wie kann ich Ihnen helfen? Sarah, hi, hier ist Danny White. Wir haben uns gestern kennengelernt. Oh, natürlich, die historische Literatur. Wie geht es mit deinem Buch voran? Gut, sehr gut. Hör mal, ich will nicht aufdringlich sein oder sowas, aber ich habe mich gefragt, ob du... Oh ja, das würde ich sehr gerne. Wundervoll. Wollen wir uns heute Abend in einer Bar treffen und etwas trinken? Das klingt toll. Ich mache um 9 Schluss. Ich hoffe, dass du Pool spielen kannst. Ja, ich glaube, ich könnte dir ein oder zwei Tricks beibringen. Des Tages dreht sich um das blutige Verschwinden des Warren County Sheriffs Jimmy Muldoon und seiner Frau Jenny Muldoon. Die Polizei bittet die Bevölkerung bezüglich des Verschwindens um ihre Mithilfe. Sollten Sie über sachdienliche Hinweise verfügen, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Poppy, ich wollte kurz nach dir sehen.
Ich kann nicht bleiben. Ich habe heute Abend eine Verabredung. Lauf zum Laden rüber und hol mir noch ein paar Bier. Doch Nachschub. Ich glaube, du hattest genug für heute. Was hast du gerade gesagt? Ich sagte, ich glaube, du hattest genug für heute. Ich hatte genug? Du sagst mir nicht, weil ich genug habe. Das kleine Mädchen geht aufs College, macht einen Abschluss. Und dann was? Sie glaubt wohl, dass sie was Besseres ist, ha? Du gehst mir Bier holen, hast du mich verstanden? Und jetzt raus hier! Ja. Ich hatte genug. Was hast du da drin gesehen? Blut. Eine Menge Blut. Sowas will ich nie wieder in meinem Leben sehen. Nie wieder. Was zur Hölle könnte sowas bloß getan haben? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe eine Überraschung für das Ding, wenn es zurückkommt, um sich ein Stück von mir zu schnappen. Verrückt, Kumpel. SKS Power Trooper, 19 Zoll, verchromter Lauf, hochgelegtes Verschlussgehäuse aus nicht drei, nicht zwei, nein, aus einem Stück. Dieses Schätzchen heizt gleichmäßig vor. Auf diese Weise bekommt man jedes Mal, wenn man zum Schuss kommt, einen Rübs aus dem Ding raus, der drei Schuss auf einmal abfeuert. Immer noch legal und immer noch halbautomatisch. Und ich habe sie selbst noch ein bisschen bearbeitet. Weißt du, die Geschwindigkeit der Projektile liegt bei Mach 20. Mach 20? Mach 20, genau. Also, wenn der Hurensohn meinen Garten betritt, wird der Hurensohn in zwei Hälften geteilt. Was? Wow, wow, wow! Nein, nein, du musst einmal durch das Zielfernrohr gucken. Ich brauche eine Zigarette. Außerdem habe ich eine Verabredung mit der scharfen Bibliothekarin. Alles klar, Mann. Du bist verrückt, Kumpel. Kann ich Ihnen helfen? Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich schwören, dass ich gerade ausgetrickst werde. Vielleicht wirst du das. Entschuldige mal. Und lass deine Augen schön bei unserem Spiel. Der geht daneben. Jetzt steht's 3-1. Vielleicht sollte ich ein würdiger Verlierer sein und jetzt aussteigen. Vielleicht. Aber ich würde dich vermissen. Woran hast du gearbeitet, bevor du hergekommen bist? Ich war bei der Army unter Vertrag. Hab viel für deren Forschungslabor gemacht. Zum Beispiel? Das darf ich nicht sagen. Oh, streng geheimes Spionagezeug. Ja, ja, ja. Das Zeug, wonach Tom Clancy sich die Finger lecken würde. Und darf ich dich was fragen? Sicher. Wieso bist du wirklich hier? Falls das nicht zu persönlich ist. Nein, 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 das ist schon in Ordnung. Ich weiß nur nicht, wie ich sagen soll.
Die gute alte Wahrheit reicht mir schon. Das ist gut, das gefällt mir. Nun ja, ich habe mich für das gerade gemacht, an das ich glaube. Und meine Freundin hat mich nach 3 Jahren verlassen und will nie wieder mit mir sprechen. Nie wieder. Wow. Wenigstens hast du deine Gesundheit noch. Ja. Ich lebe mein Leben nach einer einfachen Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und jetzt bin ich hier. Ja, so hat wohl jeder sein eigenes Päckchen zu tragen. Deins ist doch gar nicht so schlimm. Enttäuscht dich das? Ich find's angenehm. Stimmt. Kann ich dir noch was zu trinken holen? Schwing deinen Hintern einfach zurück hierher, damit ich ihn dir weiter versohlen kann. Nein, wir haben alles. Ich wollte nur eine rauchen. Und dann lasse ich mir den Hintern von einem Mädchen versohlen. In der Stadt? Ich gehe nicht besonders viel aus. Ja, das habe ich gemerkt. War es so offensichtlich? Ja. Und ich dachte, ich wäre diejenige, die dringend mal eine Nacht raus müsste. Ich stehe da hinten. Ich da drüben. Vielleicht sollte ich dich zum Wagen bringen, damit niemand hier draußen die Situation ausnutzt. Okay. Naja, dann danke für den tollen Abend. Wollen wir das wiederholen? Sehr gern. Danke für die Lektion im Pool. So gern habe ich noch nie verloren. Jederzeit wieder. Zum Teufel! Nein, 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 verdammt nochmal! Das ist das teure Zeug, Kumpel! Rede mit mir! Hey, jetzt rede mit mir, Mann! Was ist los?
Irgendetwas. Keine Ahnung. Irgendwas kam aus dem Nichts und hat mir den Kopf einer Kuh auf die Motorhaube meines Wagens gelegt. Kuh? Was? Nein, 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 nein. Was bitte? Sag das nochmal. Den Kopf einer Kuh auf die Motorhaube meines Wagens. Zeig's mir. Die Motorhaube. Heilige Scheiße. Oh, das ist eine Menge Blut, Mann. Du sagst, das Ding war groß? Ja. Und es war dementsprechend schwer? Ja, schwer. Ja, da ist keine Beule auf deiner Haube, Mann. Nicht mal ein Kratzer, einfach nur eine Riesenladung Blut. Und ich schwöre dir, dass ich dieses Ding vorhin schon drüben bei den Bäumen gesehen habe. Wir müssen die Polizei rufen. Und das Ding war groß? Es war riesig, riesig und schnell. Da ist keine Beule, Mann. Können wir jetzt die Polizei rufen? Ja. Also gut. Sie sagen, dieses Ding wäre auf Ihre Motorhaube geklettert, hätte den Kopf darauf fallen lassen und sei dann verschwunden? Genau so war's. Hören Sie, Sie sehen doch an dem Blut, dass ich nicht lüge. Und wie lange hat das Ganze ungefähr gedauert? Keine Ahnung, vielleicht eine halbe Minute. Haben Sie zufällig gesehen, ob dieses Ding gelaufen ist? Er hat doch schon gesagt, dass das Ding riesig war, aber nicht mal eine Beule hinterlassen hat. Es war riesig, es war wie ein Fleck. Also gut. Dann können Sie die Bescherung jetzt säubern. Wir brauchen nicht noch mehr Fliegen, die hier rumschwirren, oder? Das ist alles? Und jetzt? Sie wollen nichts weiter unternehmen? Sie tun einfach gar nichts? Was zur Hölle soll ich denn machen? Einen Fleck zur Fahndung ausschreiben? Wissen Sie, ich bin neugierig. Kaum kommen Sie in die Stadt, passieren hier jede Nacht diese Morde. Woher soll ich wissen, dass Sie nicht auf die eine oder andere Weise beteiligt sind? Ich werde Ihnen mal was zeigen. Kommen Sie mit. Abgefahren. Dieser Kopf, der gehört zu einer Kuh, die mit einem Dutzend anderer abgeschlachtet wurde. Woher wissen Sie, dass es zu einer der Kühe gehört? Die Markierung an Ihrem Ohr. Frank Bodells Seriennummer. Was ist mit diesem Ding? Also gut. Hören Sie gut zu, alle beide. Wer auch immer das macht, ist ein krankes Stück Dreck und wir werden ihn erwischen. Ich hoffe, die Gentlemen entschuldigen mich jetzt und verstehen, dass ich mich um eine reale Mordermittlung kümmern muss. Alles klar? Rufen Sie mich an, wenn die Fleck wieder auftaucht. Lass uns hier sauber machen. Hi. Hey. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Irgendwas ist mir passiert, nachdem ich gestern gegangen bin, aber ich weiß nicht was. Von Anfang an, bitte. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Danny, du kannst mir alles sagen. Der Sheriff glaubt, dass ein Mensch das alles getan hat. Aber ich habe gesehen, wie es auftauchte und wieder verschwand. Das letzte Nacht auf meinem Auto war kein Mensch. Ich glaube dir. Das ist gut. Außer Bill bist du nämlich die Einzige, die das tut. Aber wenn es dieses Ding ist, das all diese Tiere und Menschen tötet, wieso lebst du dann noch? Ich weiß es nicht. Ich meine, es war auch nicht das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Du hast es schon mal gesehen? Ja, da, wo ich gerade wohne. Es hat gar nichts getan, nur da gestanden. Und mich angesehen. Habe ich dir erzählt, dass meine Familie von hier stammt? Nein. Ja, die Seite meines Vaters hat hier ihren Ursprung. Na, dann lass uns versuchen, sie ausfindig zu machen. Vielleicht hast du ja noch Verwandte hier. Habe ich schon versucht. Leider kein Glück bisher.
Alle aus der Familie meines Vaters sind schon lange tot. Verdammt. Das ist scheiße. Ja. Was ist, wenn ich nicht der Einzige bin, der es gesehen hat? Keine Ahnung. Ich verbringe hier schon mein ganzes Leben und habe noch nie davon gehört, geschweige denn es gesehen. Ich habe Zeitungsartikel von 1912 gefunden. Sie bringen mich dazu zu glauben, dass es hier ein Muster gibt. Ich kann aber nicht rausfinden, wieso es mir nichts getan hat. Ich habe keinen blassen Schimmer. Es tut mir leid. Noch Kaffee? County Library, wie kann ich Ihnen helfen? Sarah? Danny, wie geht es dir? Ich glaube, ich habe einen Hinweis auf dieses Ding. Das ist großartig. Erzähl mal. Ich glaube, diese ganze Sache hat eine Verbindung zu mir und meiner Familie. Ich habe im Internet einen Artikel über einen Typen gefunden, der es gesehen hat. Es ist hier nicht zum ersten Mal aufgetaucht und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich muss den Mann finden, der es gesehen hat. Okay, und wie heißt er? Willie Gar. Ich kenne Willie. Im Ernst? Wo wohnt er? Ich kann dich zu ihm bringen. Toll. Hol mich morgen von der Arbeit ab. Okay, bis morgen. Das Zeug wird dich umbringen. Du solltest statt diesem Mist verdammt nochmal lieber Gras rauchen. Gesicht hier verschwinden zu lassen, sonst wirst du eine neue Welt des Schmerzes kennenlernen. Eins, zwei. Was willst du von mir? Was ist hier eigentlich los? Lass mich befreien. Charlie, und? Kann er uns was sagen? Tut mir leid wegen Ihres Freundes, Mr. White. Nennen Sie mich Danny. Okay, Danny.
Charlie hat gesagt, sie hätten vielleicht gesehen, wer das getan hat. Da war wieder dieses Ding. Groß, schnell, dunkel. Ich bin ins Haus gegangen. Als ich wieder rauskam, war die Leiche weg. Keine Sorge wegen der Leiche, okay, Mr. White? Die Bevölkerung der gesamten Stadt sucht gerade in den Wäldern danach. Sie werden seinen Körper nicht finden, Sheriff. Verstehen Sie das nicht? Es war kein Mensch, der das getan hat. Also gut. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin schon mein halbes Leben ein Cop. Und ich sage Ihnen, am Ende des Tages sind es immer die Menschen, die zu Mördern werden. Ich glaube nicht, dass Bill durch Ihre Weisheiten friedlicher ruht. Sie, Sheriff? Glauben Sie etwa, dass ich mich besser fühle als Sie? Dieser Freak hat meinen Bruder und seine Frau umgebracht. Meinen großen Bruder, verdammt nochmal! Es geht hier um einen Menschen, der anderen Menschen schlimme Dinge antut. Kapieren Sie das nicht? Es tut mir leid. Ja. Ich hab's kapiert. Das ist gut, weil ich Sie nämlich beobachte. Und seit Sie aufgetaucht sind, gibt es hier nichts als Ärger. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe eine Mordermittlung zu leiten. Ich will, dass Larry und Sie ihn rund um die Uhr observieren. Sicher, Sheriff. Wir behalten ihn im Auge. Und halten Sie mich auf dem Laufenden. Bill ist tot. Oh Gott, Danny, das tut mir so leid. Lass uns kurz reingehen, dann können wir... Nein, das geht nicht. Hör zu, du musst mich zu diesem Willie Gar bringen. Okay, das werde ich, nachdem wir uns einen Moment hingesetzt haben. Bitte. Nein, warte. Also wenn der Sheriff mir nicht zuhört, dann muss ich diese Sache allein klären. Wenn ich nichts unternehme, werden noch mehr Menschen sterben. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Bitte lass dich bei dieser Sache nicht auch noch umbringen. Ich bin ganz gut darin, am Leben zu bleiben. Komm mit. Lass uns gehen. Was willst du jetzt machen ohne deinen großen Bruder? Was hast du gerade gesagt, Martin? Das ist wieder der richtige Zeitpunkt, noch der richtige Ort. Schon gut. Okay. Schon gut. Tut mir leid. Leute! Ich kenne viele von euch schon sehr lange. Die meisten das ganze Leben. Aber ich muss euch jetzt ein paar heikle Nachrichten überbringen. Viele von euch wissen, dass mein Bruder und seine Frau auf ihrer Farm ermordet wurden. Wir haben außerdem Grund zu der Annahme, dass Bill Fisher gestern Nacht das gleiche Schicksal ereilt hat. Wir haben hier also gerade ein großes Problem. Ich möchte, dass ihr wisst, dass wir alles tun, um den Täter dingfest zu machen. Und wir werden den Mörder, egal ob Mann oder Frau, innerhalb von kürzester Zeit verhaften. Er hat auch meine Kühe geholt. Eine ganze verdammte Herde. Frank, das wissen wir. Frank, niemand hier interessiert sich für deine beschissenen Kühe. Und was ist mit dir los? Wenn dein Bruder noch der Sheriff wäre, hätte er die Sache schon längst aufgeklärt. Hast du schon irgendwelche Spuren? Oder sollen wir alle einfach nur voller Angst herumsitzen und darauf warten, wen es als nächstes erwischt? Ich leite hier eine Mordermittlung, Ed.
Auch wenn meine Methoden vielleicht anders sind als die meines Bruders, werde ich meine Arbeit erledigen. Hast du verstanden? Also, ich möchte, dass sich jeder äußerst vorsichtig verhält, bis wir diese Sache aufgeklärt haben. Verstanden? Bringt eure Tiere nach Einbruch der Dunkelheit in Sicherheit. Und euch selbst. Und eure Kinder auch, um Gottes Willen. Ich bin mir absolut sicher, dass wir den Mörder in den nächsten... Nein, wir werden uns diesen Kerl jetzt sofort holen. Ed, Ruhe bewahren ist mit Sicherheit besser, als die ganzen Leute hier aufzustacheln. Durch die Gegend zu laufen und auf alles zu schießen, was sich in der Dunkelheit bewegt. Scheiße, Leute. Dieser Typ hat deinen Bruder und deine Schwägerin ermordet. Und ich habe gehört, alles, was von Jimmy übrig geblieben ist, ist sein Kopf. Und jetzt lässt du dieses Monster einfach so in unserer Stadt herumlaufen? Nein, das tue ich nicht. Verstanden? Das tue ich nicht. Und ich will auf keinen Fall, dass die Menschen in meiner Stadt zur Selbstjustiz greifen. Ich werde dir das nur noch ein einziges Mal sagen, Ed. Ich bin der Sheriff. Und ob es dir passt oder nicht, ich trage die Verantwortung. Ed hat recht, Sheriff. Woher sollen wir wissen, ob sie in der Lage sind, den Typen zu kriegen oder nicht? Also ich sage, dass wir alle zusammen runter zum Fluss gehen sollten und uns dann durch den Wald zurückarbeiten, um wieder in die Stadt zu gelangen. Und wir sollten alle unsere Jagdwesten tragen, damit wir uns nicht gegenseitig abknallen. Diese Art von Bürgerwehr kann ich weder befürworten, noch werde ich mich daran beteiligen, Marty. Ich meine, um Gottes Willen, wir wissen ja noch nicht mal, womit wir es zu tun haben. Hat dein Bruder und seine Schwägerin umgebracht, genau. Leute. Bedeutet dir das denn gar nichts? Oh, es gibt nichts, was ich lieber hätte, als diesem Mistkerl eine Kugel in den Kopf zu jagen. Und jetzt werde ich es noch ein letztes Mal nett und freundlich wiederholen, sodass mich auch wirklich jeder hier versteht. Ich bin der Sheriff hier. Und die Justiz hat Vorrang, komme, was wolle. Nein, wir werden uns diesen Typen holen. Und zwar jetzt. Ich sage, du bist ein Narr. Dann gibt es wohl eine Menge Narren hier drin. Also, wer kommt mit? Ich komme mit. Ich bin dabei, Ed. Ich habe zwei Waffen hinten in meinem Truck. Holen wir uns diesen Hurensohn. Hast du gehört, Leute? Wir machen das. Wir holen uns diesen Hurensohn. Du bist ein Idiot. Du bringst eine Menge Leute in Gefahr. Verstehst du das nicht? Geht nur! Hört auf ihn! Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt! Können Sie sich in Ruhe unterhalten, wenn Sie möchten. Danke. Willie? Sarah und Ihr Freund sind da, um Sie zu besuchen. Tut mir leid. Rufen Sie mich, wenn Sie irgendetwas brauchen. Danke. Vielen Dank, Ma'am. Mr. Garr, mein Name ist Danny White. Verdammt, Junge, ich bin blind, aber nicht taub. Hey, Mr. Garr, ich versuche herauszufinden, was damals 1912 passiert ist, als all diese Leute verschwanden. Hast du jemals das Böse gesehen? Hast du dem Bösen schon mal direkt in die Augen gesehen? Ich schon. Ich habe es auch gesehen. Was ist es? Das Werkzeug des Teufels. Ich wünschte bei Gott, ich hätte es niemals gesehen. Ich glaube, es will irgendwas von mir. Also beobachtet es dich, ja? Hat es deine Freunde schon umgebracht? Mein Großvater war ein Sklave zu jener Zeit, damals auf einer Plantage. Der Name seines Herrn war Mr. Charles Bellington. Und er verprügelte seine Sklaven mit der Peitsche schneller als der Blitz. Der Norden gewann den Krieg und befreite alle Sklaven, Sie verstehen. Mein Großvater zog auf die andere Seite des Countys, aber bevor er ging, ließ er sich nicht nehmen, Bellington wissen zu lassen, was er von ihm hielt. Nun konnte Bellington niemanden mehr dazu bewegen, für ihn zu arbeiten, weil sein Ruf bekannt war. Also beschloss er zu versuchen, sein Land selbst zu bewirtschaften, seine Felder selbst zu bestellen. Er pflanzte Getreide, aber es wuchs nicht, weil der Boden so trocken war. Also lief er jeden Sonntag in die Kirche und betete dafür. Ja, ganz der gute, gläubige Christ. Hat ihm nicht im Mindesten geholfen. Also dachte sich Bellington, dann versuche ich es eben mit Kühen. Und er kaufte sich ganze 12 Rindviecher. Aber die Kojoten, naja, die hatten ihre eigenen Pläne. Sie holten sich jede Nacht eine, 12 Nächte lang.
Nach 2 Wochen hatte der Mann nicht mehr ein einziges Tier in seinem Besitz. Und da fiel er auf die Knie und verfluchte Gott. Er war so verzweifelt, dass er sich dem Teufel zuwandte. Er ging also zum Teufel und bat ihn um Hilfe. Und der Teufel war nur zu gern bereit, ihm zu helfen. Er opferte seine Seele, der alte Bellington. Der Teufel nahm seine Seele und er verfluchte ihn. Er verfluchte den Mann. Bellington wurde dazu verdammt, den Rest seiner Tage auf dem Land anderer Leute umherzuwandern. Genau so ist es gewesen. Das erste Mal selbst gesehen habe ich dieses Ding, als ich durch den Wald ging. Es war eine sternklare Nacht. Der Mond erleuchtete alles und ich sehe den Dämon. Und ich weiß, dass er mich auch gesehen hat. Seine Blicke durchbohrten mich förmlich. Und ich bin einfach weggerannt. Ich verstehe bis heute nicht, wieso er mich nicht geholt hat. Glaubst du an Gott, mein Junge? Ich weiß es nicht. Na ja. Besser, du fängst schleunigst damit an, denn du hast dem Dämon schon gegenübergestanden. Und das bedeutet etwas. Es ist nicht das Monster, von dem deine Mami dir erzählt hat, als du noch auf ihren Knien gesessen hast. Das hier ist ein Fluch. Und er ist echt. Ein wahrer Fluch. Und wie können wir es aufhalten, dieses Ding? Das ist ein Dämon, Junge. Was aus Feuer geboren wurde, kann auch durch Feuer sterben. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Denn er wird wiederkommen, um dich zu suchen. Haben Sie alles gehört? Oh, auf jeden Fall genug. Na, ich hoffe, Sie haben sich Notizen gemacht, denn es wird alles noch zur Sprache kommen. Sie sind ungefähr 5 Sekunden davon entfernt, in einer meiner Zellen zu landen. Ist Ihnen das eigentlich klar? Ach ja, und weswegen? Wegen Behinderung einer Mordermittlung zum Beispiel. Wissen Sie was? Nur um Sie noch ein bisschen länger bei Laune zu halten, denke ich darüber nach, Sie direkt einzusperren. Hey, hören Sie mir überhaupt zu, Junge? Mein Name ist Danny. Also haben Sie mir auch gut zugehört, Danny. Komm mit, lass uns gehen. Ist gut. Lassen wir den Sheriff seine Ermittlung durchführen.
heißt es nicht Frank. Ist das nicht Earls Jacke? Wo zur Hölle ist Earl? Was hat Willie vorhin zu dir gesagt? Nichts, er hat mir nur ein paar Neuigkeiten über einen Verwandten erzählt. Blödsinn! Was hat er dir gesagt? Alle sind tot, außer dir und deinem Vater. Was hat er zu dir gesagt? Nichts. Er hat mich gefragt, ob Charles Wellington wirklich dein Ur-Urgroßvater war. Erinnerst du dich, wie Willie sagte, dies wäre ein Fluch wie kein anderer? Ja, ja. Was ist damit? Nichts. Nein, bitte, Sarah. Bitte, bitte, sag mir, was du weißt. Nein, ich weiß nichts. Nein, ich weiß wirklich nichts. Was ist los? Du weißt doch etwas, Sarah. Du weißt etwas, aber du willst es mir nicht sagen. Es werden noch mehr Menschen sterben, wenn du es mir nicht sagst. Verstehst du das denn nicht? Hör auf! Du tust mir weh. Hör auf! Sarah? 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 Komm schon. Sarah? Komm schon, Baby. Komm schon. Komm schon, Baby. Tu mir das nicht an. Bitte. Tu mir das nicht an. Und davor mal. Tu mir das nicht an. Komm schon.
Danny White? Danny White? Okay, Danny. Sie werden jetzt hübsch langsam aufstehen. Haben Sie mich verstanden? Ich war das nicht. Die Hände hinter den Kopf und langsam herkommen. Haben Sie mir nicht zugehört, Sheriff? Ich war das nicht. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Kommen Sie hierher. Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Umdrehen. Ich verhafte Sie wegen des Mordes an Jimmy Muldoon, Jennifer Muldoon und Sarah Beaumont. Kommen Sie. Ich weiß nicht, wieso Sie mich verhaften. Ich habe Sie nicht getötet. Dieser Dämon hat Sie umgebracht. Was haben Sie gesagt? Er hat Sie umgebracht, Sie dummes Arschloch. Er hat alle umgebracht und nicht ich. Tun Sie mir einen Gefallen und halten Sie gefälligst den Mund. Heben Sie sich Ihre Geschichten für den Richter auf, verstanden? Lloyd, sind Sie da? Over. Hier ist Lloyd. Sprechen Sie. Over. Lloyd, Sie müssen sofort zu Briggs Farm fahren. Wir haben mehrere Leichen gefunden. Hören Sie mir jetzt vielleicht endlich mal zu. Costa! Sie behalten ihn im Auge, verstanden? Aufpassen! Ich habe euch Idioten doch gesagt, ihr sollt nicht hier rauskommen, verdammt! Charlie, Handschellen abnehmen! Tun Sie es einfach, er war es nicht! Ich hab's gehört. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, okay? Wissen Sie, was dieses Ding ist? Nicht in Gänze. Irgendwann war es wohl mal eine Person. Können Sie das aufspüren? Möglicherweise. Sie können es nicht mit Ihren Kugeln töten, es ist zu schnell. Woran denken Sie? Gehen wir rüber zum Haus. Ich habe da etwas, was es vielleicht erledigen könnte. Okay, jetzt passen Sie mal gut auf. Ich kann Sie überhaupt nicht leiden und ich will, dass Sie das verstehen. Ja, den Eindruck habe ich auch. Hier, ich dachte, vielleicht wollen Sie ein frisches Hemd. Danke. Sie brauchen keine Uniform, Sie sind schließlich kein Deputy oder sowas. Also, was macht die so besonders? Das ist Bills Waffe. Er hat sie modifiziert und die Geschossgeschwindigkeit erhöht. Hören Sie zu, ich habe auch eine Schrotflinte im Kofferraum. Auf das 20-fache. Schnappen wir uns das Monster. Entschuldigung, sagten Sie gerade Monster? Ich hoffe, dass Sie wissen, was Sie tun. Ich
will Ihnen nämlich glauben. Ein Monster gegen 25 Jahre Polizeierfahrung. Wie soll ich damit zurechtkommen? Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß. Ich weiß, es klingt verrückt. Meinen Sie denn, dass ich glauben will, dass irgendeine Art Kreatur da draußen meinen Freund umgebracht hat? Nein, natürlich nicht. Aber es ist nun mal die gottverdammte Wahrheit, egal von welcher Seite Sie es betrachten. Das ist alles, mehr haben wir nicht. Und wo genau gehen wir jetzt hin? Kommen Sie, ich erzähl's Ihnen auf dem Weg. Also, wohin bringen Sie mich, Danny? Wir fahren zur Farm meines Urgroßvaters. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Charles Bellington gehört? Ja, aber nur in Gespenster- und Altweibergeschichten. Naja, hoffentlich ist es nur eine Gespenstergeschichte. Die Bellington-Plantage, hm? Sie wissen, dass wir dann einmal quer durchs County müssen, hm? Ja, aber ich schätze, das ist der einzige Platz, wo es hingehen kann. Sie wissen aber, dass dieser Ort verlassen ist, oder? Ganz genau. Es ist sein Zuhause. Wohin sollte er sonst gehen? Und woher wissen Sie das alles so genau? Ich weiß es nicht genau. Aber ich kenne jemanden, der es tut. Würden Sie mir sagen, wen? Es hat ruhig geholt. Kommen Sie, lassen Sie uns verschwinden. Die Plantage ist sein einzig möglicher Aufenthaltsort. Es sieht bewohnt aus, dabei hat es niemand jemals gekauft. Es müsste doch total verrottet sein. Wie viel Munition haben Sie für dieses Ding? Ein Ladestreifen. Ist das auch genug? Besser wär's, sonst steckt mir in der Scheiße. Haben wir alles dabei? Haben Sie Feuer dafür? Ja. Was ist das? Eine Notiz von Sarah. Da steht, Willie hat mir etwas Merkwürdiges ins Ohr geflüstert. Er sagte, der Fluch geht auf denjenigen über, der ihn tötet. Es gibt kein Entkommen. Tötet man den Dämon, wird man selbst zum Dämon. Was soll das bedeuten? Finden wir es heraus. Es ist abgeschlossen. Okay, ich mach auf. Also gut, ich sehe oben noch. Sie bleiben hier unten und verhalten Sie sich ruhig. Ja, verstanden. Thank you.
Es ist ein Fluch. Ein Fluch wie kein anderer. Sieht aus, als wäre es jetzt tot. Und er geht auf denjenigen über, der es tötet. Sheriff? Bis jetzt sehe ich noch kein Monster. Wenn aber doch, habe ich keine Wahl. Ja, lassen Sie uns warten. Okay, aber so oder so wird der Fluch heute Nacht sein Ende finden. Driving down this country road, you knew I had to go. This wasn't the way I planned. Blindsided by the world ahead, I clear my thoughts, I raise my dead. I can't expect you to ever.